So, meine Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Leben, Lieben, Leiden. Heute immer noch und wieder mit Pudding, Tobias Bodokat mit richtigem Namen. Wir sind ja in der ersten Folge eigentlich durch das Thema emanzipatorische Jugendarbeit, schwieriges Wort, ja, emanzipatorische Jugendarbeit durchgegangen. Dieses schwierige Wort beschreibt ja auch die Schwierigkeiten dieser Vision. Aber jetzt in diesem Stream soll es um ein anderes Thema gehen, darum frage ich dich gleich mal, Pudding, ist Sachsen rechtsextrem? Ja. Ja. Also, das Bundesland Sachsen mit all seinen MitbewohnerInnen, okay, wenn das jetzt so ist, er rechtsextrem. Wenn du es jetzt so weit machst, dann natürlich nicht. Aber das ist ja Sachsen. Ja, ja. Genau. Das ist ja, ja, ja. Das sind wir ja beim Thema. Ne? Wie definiert man Sachsen? Na, also Sachsen hat definitiv ein Problem mit Rechtsextremismus. Mhm. Das hat es in den letzten 30 Jahren gehabt. Das hat es wahrscheinlich auch vorher schon gehabt. Das haben andere Bundesländer nicht. Auch die haben das, okay. Aber die gehen anders damit um. Gegebenenfalls. Okay. In Sachsen ist noch ein bisschen die Besonder, also in Sachsen spielt ein bisschen die Besonderheit die Rolle, dass quasi das in den 80er Jahren oder Ende der 80er Jahre, als sich quasi der Fall der Mauer angedeutet hat, diese Aufrufe gab von den... Die Bürgerbewegung meinst du? Nee, von den Neonazis. Ende 80er und WDR schon? Nee, in Westdeutschland. Ach, Westdeutschland, ja, ja. Na, okay. Als sich abgezeichnet hat, die Mauer. Wir kommen jetzt hier alle rüber und wir bauen da... Heim ins Reich. Wir bauen da neue national befreite Zonen auf. Und die es ja auch gab. Die es auch gab, genau. Ja, und das hat ja funktioniert. Na, so, und diese Strukturen, die da entstanden sind, die aus Westdeutschland teilweise, weil die alten Nazis in Westdeutschland nicht so wirklich aufs Tableau gekommen sind, in der Zeit bis 90, haben die sich natürlich Auswege gesucht. Mhm. Und gleichzeitig haben andere Parteien auch versucht, irgendwie ihre Leute, mit denen sie irgendwie nicht einverstanden waren, auch klein noch loszuwerden. Die sind dann auch alle noch hier rübergekommen. Und irgendwie aus irgendwelchen Umständen hat sich dieser ganze Filz in Sachsen konzentriert. Das ist mir bis heute ein Rätsel, warum das auch in Thüringen, aber hier war es ein bisschen geballt. Also auch die CDU-Regierung und diese ganzen Ämter, wenn man sich das alles anguckt von Anfang der 90er Jahre, das waren wirklich alles Leute, die da in die Ämter gekommen sind, ja, die halt einfach keiner mehr wollte, die es halt schon mal in den westdeutschen Bundesländern verkackt hatten. Mhm. Na, und die irgendwie, sagen wir mal in Anführungsstrichen, weg mussten. Beamte halt, die unkündbar sind. Genau, naja, hier geht man nach Sachsen. Und gleichzeitig sind die Nazis auch hierher gekommen, ne? Aber das, also ich kenne das ja auch. Also ich meine, 90er Jahre, bin ja selbst ein Kind der Wende auch, bin 91 in Weißenfels zusammengeschlagen worden, also mit 14 ins Koma getreten worden von... ich habe ein Problem mit dem Wort Nazi so ein bisschen. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja. Normalerweise müsste man das, glaube ich, korrekterweise als eine extrem reaktionär und geschichtsvergessene Einstellung bezeichnen, wenn wir es, glaube ich, genau wissen. Weil an der Bezeichnung Nazi oder Neonazi, da ist auch schon was dran, weil viele tragen, also diese Einstellungen aus dem Nationalsozialismus, die tragen die noch in sich. Ne? Also das ist ja so ein Problem. Das ist ja das Problem, auch was wirklich in Ostdeutschland, mit dem wir uns auch heute ja noch rumschlagen müssen und warum das teilweise auch alles so, warum das so schwer ist, das aufzubrechen, weil... Und ich gebe da der DDR einfach wirklich auch, muss ich sagen, ich gebe der da die Schuld, weil die, man kann die Schuld nicht mal den einzelnen Leuten so richtig geben, weil die DDR hat das ja konsequent
geleugnet. Ne? Die haben gesagt, wir sind ein antifaschistischer Staat. Richtig. Bei uns gibt es keine Neonazis. Ne? Es gab aber welche. Und es gab ja aber welche. Eine krasse Skinhead-Szene. Ja, und die haben ja versucht, also gibt ja da das eine Buch von dem Polizisten, ich komme immer nicht auf seinen Namen, so Kriminaloberkommissar aus der DDR. Ne? Und der hatte den Auftrag gekriegt, der soll mal erheben, wie viele rechtsmotivierte Straftaten es gab. Irgendwann Anfang der 80er. Und irgendwann, nachdem der nach 2 Monaten oder so schon bei 600 war, hat quasi die SED gesagt, oh nee, das müssen wir einstellen. Ja. Das gibt's ja nicht. War wie mit der Suizidstatistik in der DDR, die ab dem 70er nicht mehr veröffentlicht wurde, weil DDR hatte die höchste Selbstmordrate in Europa. Aber nochmal zurück zum Punkt. Sachsen rechtsextrem. Du wehrst dich ja selber ein bisschen gegen diesen. Es ist plakativ. Ist ja auch legitim. Plakativ ist ja auch politisch. Politisch ist plakativ. Und ich finde, das ist hier so weit, es ist so weit eingerissen. Ich meine, ich wohne ja nur auch hier. Ich bin nicht irgendwo weggezogen, sondern ich habe mein Lebensort und meinen Lebensraum immer in Sachsen gehabt. Ich habe immer hier gewohnt. Und ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich fände es hier nicht schön. Ich wohne hier auch gerne. Man kann Heimat schon mal sagen. Aber dann kommt das Problem halt eben mit den, mit diesen reaktionären Strukturen, mit diesen Netzwerken, die wir haben, an denen halt nicht gearbeitet wird. Oder dass quasi für den überwiegenden Teil der Bevölkerung es halt schlimmer ist, wenn in Konnewitz eine Mülltonne brennt, als wenn irgendwelche Nazis Leute abknallen. Na, das ist für die ein größerer Aufreger. Na, und das findet eher seinen Platz. Also wenn du jetzt in dich in den... Das ist meine Wahrnehmung. Ich höre dir zu, Wenn ich quasi mich in sozialen Netzwerken bewege oder versuche, mit Leuten darüber zu diskutieren, in meinem Umfeld, man muss ja dazu sagen, ich wohne eben nicht in einer Blase wie Leipzig, sondern ich... Du wohnst halt noch ländlich. Ich wohne halt noch ländlich. Ja. So, das heißt, ich wäre auch mit denen, sag ich mal, mit diesen Mehrheitseinstellungen tagtäglich konfrontiert, weil ich eben auch schon vom Äußerlichen halt nicht in diese Mehrheitseinstellung passen. Aber sind diese, ist das wirklich rechtsextrem? Das ist nicht rechtsextrem, aber das bestärkt die rechtsextrem. Ich mag die Wörter rechts auch nicht. Also rechts und links, die Wörter finde ich nicht cool, weil das gibt es so nicht, weil das impliziert ein klares... Das sind nur Parlamentgeschichten. Das impliziert ein Hufeisenmodell. Ja. Wir haben ein böses Rechts und ein böses Links und eine gute Mitte. Was ist denn diese gute Mitte? Das existiert nicht mehr so. Da ist unsere Gesellschaft viel zu divers und auch unsere politische Landschaft. Goebbels hat ja mal gesagt, wir sind so weit rechts, dass wir schon unter links sind. Ja, wenn man das jetzt im Hufeisenmodell denkt, meine ich, und daraus dann einen Kreis macht. Und genau andersrum könnte man das ja dann auch sagen. Ne? Da brauchen wir ja gar nicht so weit gucken. Was weiß ich, also ich meine, Sarah Wagenknecht oder so, was die so sagt. Da muss man sich auch manchmal fragen, hä? Welche Partei redest du jetzt? Ja, aber es gibt ja auch ähnliche Äußerungen von, sag ich mal, linksgrünen Leuten, die sich auf einen weißen alten Mann eingeschossen haben. Ja. Und, pass auf, ich bring's mal auf den Punkt. Ja. Es hört ja dann auf, wenn eine Entmenschlichung anfängt. Ja? Genau. Und da schenkt sich eben Extremismus, egal welcher Couleur, nichts. Das stimmt, deswegen ist es ja auch, der Extremismusbegriff ist ein bisschen... Das ist tatsächlich, ich bin da immer, auf der einen Seite kommt man nicht so richtig drum herum, diese Begriffe zu verwenden, auf der anderen Seite weiß ich, dass diese Begriffe alle total unscharf und wirklich sich nicht gut eignen, um Dinge zu beschreiben, es ist halt sehr populär. Also ja, es ist sehr plakativ. Das ärgert mich auch ein bisschen, weil das nämlich diesen... mein Problem... verzerrt den Diskurs. Verzerrt absolut und zum Beispiel Kampf gegen rechts. Finde ich total schwammig. Ja, gegen wen? Das weiß ich auch nicht, genau. Gegen rechts ist alles, was rechts- oder linkspartei ist, oder was ist rechts? Ja, genau, da geht's ja los, ne? Ja. Also... Ich meine, muss man die Dinge klar benennen. Man muss Rassismus im Kampf ansagen, man muss Antisemitismus Kampf ansagen, egal woher der kommt. Man muss die Dinge einfach schärfer benennen. Und da das aber nicht passiert, kommt es dann dazu, also das ist so meine Interpretation, kommt es dann eben zu solchen Sachen, dass die Leute quasi jemanden, der aufgrund...
wie formuliert man das gut? Jemand, der aufgrund eines rassistischen oder antisemitischen Motivs jemanden erschießt, der ist in der Wahrnehmung der, es ist meine Empfindung, der normalen Bevölkerung, also der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit, also so mit denen ich mich halt quasi, ja, ne, sagen wir mal, der klassische CDU-Wähler, Wählerin, ne? Keine Ahnung, das kann man ja, schwer feststellen. Ja? Für den ist so jemand einfach nur ein Mörder. Aha, mach weiter. Also, weißt du, wo ich hin will? Für den ist so jemand einfach nur ein Mörder. Der hatte halt, also einfach nur ein Mörder klingt halt irgendwie auch komisch, aber das ist ein Mörder. Es ist keine politische Straftat. Es ist keine politische Straftat, weil... Was ja Terrorismus schon wäre. Es geht genau. Richtig, ja, ne? Aber eine Mülltonne in Connewitz anzuzünden, um damit ein Polizeiauto zu blockieren, sage ich jetzt mal, das ist für die eine politische Straftat und das ist deswegen für die also die sehen aber, quasi, die sehen quasi diese... Na, ich weiß schon, was du meinst. Also weißt du, wo ich hin will? Ja. Das ist, glaube ich, das ist übelst komplex zu erklären. Das kann man wirklich, aber... Sehe ich aber fast nicht so, weil ich sage mal, guck doch mal, der Gesellschaft, es ging doch schon ein Ruck durch die Gesellschaft nach den NSU-Geschichten, nach Hanau. Das waren ja politisch motivierte Straftaten. Denkst du, dass da ein Ruck durch die Gesellschaft... Also das, okay, dann ist das deine Wahrnehmung. Ich nehme das nicht so wahr. Also was heißt Ruck jetzt? Aber ich meine... Das sind ja schon Themen, die durch die Medien gingen, regelmäßig. Dieser Chape-Prozess, den sehen wir ja immer noch. Und also ich meine, es findet da ja schon eine Aufarbeitung statt. Ja. Ja. Und klar, darum habe ich mich auf das Gespräch so gefreut, weil das finde ich auch gut, dass du das eingestehst. Wir leben ja alle in unserer Bubble. Ja, klar. Ja. Und haben ja alle unsere Wahrnehmung. Und, also ich nehme den Diskurs nicht so wahr. Ne? Also wenn ich quasi... Sag mal, wenn ich durch die Stadt gehe und dann mit Leuten quatsche, so in Krimma, und ich mache das ja tatsächlich, ne, weil mich das ja eben interessiert, ne, also über, sag ich mal, dann treibt die rassistische, Leute, antisemitische Straftaten, da wird da kein Gespräch angezettelt. Wenn aber am Konnewitzer Kreuz eine Mülltonne gebrannt hat, dann wird darüber geredet. Den Ball kann ich gleich, ist immer drin, zurückspielen, wenn 50 Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund von der Synagoge schreien Juden raus, ist das jetzt in der linken Bubble auch nicht so das Thema. Das weiß ich nicht. Das kann sein. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, das kann sein, aber tatsächlich kann ich dazu nicht wirklich viel sagen, weil ich mich ich bewege mich ja in einer Kleinstadt-Bubble. Nee, aber du hast ja schon auch eine weltliche Vision und bist ja auch im Thema drin. Das muss man ja sagen. Ja, aber ich führe ich führe da ja keine alltäglichen, mir geht es hier um diese alltäglichen Gespräche. Da geht es ganz konkret um die Menschenbegegnungen auf der Straße. Okay, nee, das ist ja wichtig, dass wir das mal eingrenzen. Ja. Und die Menschen auf der Straße, mit denen du redest, die treibt eine brennende Mülltonne in Connewitz mehr um als die Morde des NSU. Ja, zum Beispiel. Okay. Ja. Kann ja sein. Aber ja, und das ist abgefahren. Das finde ich abgefahren. Ja, und das macht mit mir auch, das hat viel über die Jahre quasi mit mir hat dich verbittert. Das hat mich verbittert, ja. Ne, das weil das die Leute, sein, also ja. weil... Na, aber gibt es denn die Leute... Nee, das ist, weißt, ja, ich weiß, was du meinst, das ist, man kann das... Also ich kenne jetzt aus dieser Stadt, von der wir reden, noch 1000 Leute, die sehen das nicht so. Ja. Weißt du? Auch die kenne ich, ne, so, aber das sind halt, die kommunizieren es aber nicht nach außen und öffentlich. Du wünschtest dir mehr Schärfe. Ja. In den Dialogen, in der Positionierung. Ich würde mir mehr Schärfe wünschen, dass die Leute sich deutlicher positionieren und dass die Leute vor allen Dingen auch irgendwie miteinander mehr streiten, also aber, dass die quasi auf Augenhöhe auch mehr aber streiten. Aber Tobias, da muss ich dir ehrlich sagen, das habe ich mir auch geschrieben, ich habe ja Interviews mit dir gelesen, das war Deutschlandfunk, glaube ich, Nova, wo du das ja eingefordert hast, dass Leute mehr streiten sollten, mehr in den Diskurs gehen, der Meinung bin ich ja auch. Ja. Ich finde nämlich auch, wir haben einen riesen Spalt in der Bevölkerung. Ja, aber du kannst ja gar nicht mehr streiten. Moment, der ja überwunden werden kann nur im Diskurs.
Ja. Ja. Eine Ebene sind die sozialen Medien, die die Kommunikation total vergiftet haben. Also jeder ist in seiner Echo-Chamber, in seiner Bubble, schreit und will nur noch das fundamentale Recht haben. Also wir haben es uns alle auch irgendwie, da greife ich mich auch an die eigene Nase, ja, auch verlernt, uns zu unterhalten und einfach auch mal eine Meinung stehen zu lassen. Mhm. Das ist ja der Punkt. Wir sind heute in so einem Überzeugungsmodus. Ja, ja. Ja, und ich muss dir aber auch sagen, also... Wobei ich sagen muss, na, Menschenfeindlichkeit. Darüber muss man nicht reden. Meinung. Ja, aber Oma Erna, pass mal auf. 2015, 16. Ja. In Oma Ernas Dorf kommen Flüchtlinge, geflüchtete Migranten. Ja, aber mit Oma Erna kann ich reden. Ja, Moment, Moment. Ich rede jetzt mit meiner Wahrnehmung, was ich erlebt habe. Wenn Oma Erna Angst hat, weil... Ist ja erstmal egal. Angst ist ja eine ganz starke Emotion. Ja. Und sich dann beim runden Tisch darüber echauffiert, dass jetzt, sag ich mal, besoffene Leute da auf dem Fahrrad durchs Dorf fahren und sie hat da einfach kein gutes Sicherheitsgefühl mehr. War doch eigentlich die Reaktion, also es gab da einfach Reaktionen, wo so Oma Erna als Nazi abgestempelt worden ist. Echt? Gab's das? Ja, nicht. Okay, naja, also ja. Ich sag's mal so, wir haben ja in einer Zeit gelebt, wo eigentlich so ein Komma aber... Ich glaube, du warst da näher dran, tatsächlich. Ja, war ich auch. Und ich habe, also wir reden jetzt wirklich ganz konkret von der Flüchtlingsgeschichte. Ja, ja. Und da hatte ich meine Identitätskrisen. Ja. Weil ich habe erlebt, dass Leute, die wirklich, also für mich auch nachvollziehbare Asylgründe hatten, Frau aus Tschetschenien, zwangsverheiratet, vergewaltigt, Kinder bekommen von diesem Täter, der hat sich zum Schluss in die Luft gesprengt, also wirklich brutal. Sie sind abgeschoben worden, weil sie ihre Pässe hatten und ihre Papiere. Ja. Ja, das ist die eine Seite, wo ich auch sage, das ist nicht meine humanistische Hilfe, für die ich hier stehe. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich ja die ersten 2 Jahre auch nur Strafbefehle abgearbeitet. Ja. Von Menschen, die eigentlich unser Ort zu leben verachten. Ja. Und die Schlupflöcher auch erkennen und ausnutzen. Ja. Und das sind, denke ich mir, auch Themen, und das werfe ich eben auch der Politik vor, die nicht angegangen worden sind und die den Weg nach rechts außen geöffnet haben. Ich denke, das hat schon eine Rolle mitgespielt. Ja. Weißt du? Aber ich würde es eher als Trigger bezeichnen. Das hat also gerade bezogen auf, ich meine, wir brauchen uns ja bloß die Wahlergebnisse angucken. Gerade bezogen, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, sind all diese Sachen, das waren Trigger, die eine tiefsitzende reaktionäre Einstellung und quasi, also die einfach wieder gefördert haben. Ne? Also ich weiß nicht, inwieweit du dich mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und mit den Heidmeier-Sachen auseinandergesetzt hast. Aber Moment mal, ganz kurz. Ja. Wenn man selbst, und das trifft ja auf sehr viele Menschen in Ostdeutschland zu, krasse biografische Einschnitte gemacht haben. Brüche. Und Brüche erlebt hat. Und die haben die einfach gehabt. Dann haben die eine große Angst, derartige Brüche wieder zu erleben. Sie wollen das, was sie haben, wollen sie sichern. Und das wollen sie nicht verlieren. Das wollen sie hergeben. Und das muss man gar nicht, näher bezeichnen, sondern das ist eben diese Angst, von der du gesprochen hast. Ist das reaktionär? Ich denke, es ist eigentlich fast nur menschlich. Ja. Und im Gegensatz zu dieser These, jetzt sind wir gut, ne Moment, These sind wir ja eigentlich auch, wir haben ja auch Deutschland so ein überbordendes Ehrenamt. Es war ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, haut alle wieder ab. Das stimmt ja nicht. Ja, ja. Also diese Angst ist menschlich, aber es geht ja noch der Schritt weiter. Ja. Die Leute, über die wir jetzt hier reden, sagen wir mal diese 30%, die AfD wählen, die wählen als Bewältigung dieser Angst das Treten nach unten. Richtig. So. Okay. Und das ist nicht okay. Finde ich absolut korrekt. Aber wählen Sie das vielleicht, weil Sie keine andere Option haben? Ja. Na klar wählen Sie das, weil Sie keine andere Option haben. Also das ist jetzt wirklich total plakativ, wir hier reden, die Ebene. Aber die AfD symbolisiert das Treten.
sagen wir mal, ne, die haben die Ansprachsebene gefunden, mhm. wie sie den Leuten suggerieren, mhm. wir sind dein Sprachrohr für mhm. das nach unten oder nach... Fürs Wegtreten. Ne? Ja, ja, ja. Egal, welche Diskriminierungsform wir damit meinen. Aber wir sind dein Sprachrohr fürs Treten. Ja. Mehr machen die ja auch nicht so. Das die reicht. Haben ja keine Konzepte. Die haben ja keine Konzepte. Genau. Sondern denn ihr Konzept ist quasi das Treten. Und das spricht die Leute an, weil für die Leute ist das quasi, die haben damit das Gefühl, also denen wird damit ihre Angst genommen. Weil die haben da... Nee, man kann durch ein Medium. No, das richtig, und das ist doch eigentlich furchtbar, dass etablierte Volksparteien, sage ich es mal, nicht mehr die Power haben. Das ist ja aber ein ganz anderes Thema. Ja, aber spielt damit rein. Ja, klar spielt das damit, ja. Die Power und die Überzeugungskraft haben, eben solche Leute auch zu binden und abzuholen. Ja? Und das ist, sehe ich zum Beispiel, also da reden sie hier von kostenfreien ÖPNV. Und in vielen Dörfern kommt nicht mal ein Bus mehr. Nee, genau. Also, das ist ja der Punkt. Ja, genau, das ist ja völlig absurd. Ja, also, oder was weiß ich. Also, es wird von Elektroautos und alles gesprochen. Es gibt hier Dörfer, da liegt noch nicht mal Internet. Ein Glasfaserkabel für ordentliches Internet. Die Leute haben noch ISDN. Ja, oder? Na, da kann sich mal ein Film. Da kann sich mal ein Film streamen. Genau. Also, es ist ja klar, dass wir das jetzt nicht in einer halben Stunde abhandeln können. Ja? Und auch die Eingangsfrage war ja populär, wissenschaftlich, war ja provokant gestellt. Und ich weiß auch, dass du das ja nicht so siehst. Es ist halt ein Schlagwort. Und ich gebe dir ja recht, wir leben in einer Zeit der Übersättigung der Leute, der absoluten Reizüberflutung, wo man einfach, und das sehe ich auch in der Suchtprävention ähnlich, radikal und aggressiv die Themen angehen muss. Weil sonst holt das die Leute nicht ab. Nee, das holt die nicht. Das schockt die auch nicht mehr. Das haben wir uns aber selber als Gesellschaft zuzuschreiben, dass wir quasi nur noch in Extrem kommunizieren können. Also wir können nur noch, wir müssen Extreme benennen, wir müssen extrem, das ist ja auch ne, mehr oder weniger das, was die Jugendlichen ja umtreibt, ne, warum es dann eben, warum wahrscheinlich es Jugendliche gibt, die nicht mit Grasrauchen anfangen, sondern die eben gleich Christel nehmen. So, ja, ne? Die brauchen die Extreme, ne? Und das hat aber was mit unserer, Gesellschaft und Leistungsgesellschaft, genau. Mit uns allen zu tun, der Druck und alles, ne? Und das gehört werden, ne? Du wirst nur noch gehört, wenn du in Extremen kommunizierst und wenn du dich mitteilen willst, dann musst du auf Extreme aufspringen, so. Das ist ein Problem. Und das können wir nur als Gesellschaft in Summe lösen. Also ich fand es eigentlich ganz toll, dass du das gesagt hattest mit diesen, wir müssen mehr reden. Hatte ich es gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja. Aber hat mich eigentlich echt überzeugt, weil ich bin genau derjenige, also ich bin eigentlich lieber derjenige, der den Leuten die Hand reicht und versucht, den Graben zu winden bis zu gewissen Grenzen. Genau. Bei mir hört es halt auf, wenn es gegen das Grundgesetz und gegen unsere parlamentarische Grundordnung geht. Das kann man ja ganz konkret sagen. Ja. Und wenn es menschenfeindlich wird, ja. Aber ich bin auch der Meinung, dass man wirklich mit einer guten Diskussionskultur auch ganz viele Leute zurückgewinnen kann. Kannst du viele Leute zurückgewinnen? Ja. Ne? Das müsste der Ansatz sein. Ja, klar. Also ich auf jeden Fall. Ne? Da spricht eben dann doch das Sozialarbeiterherz aus mir raus. Ne? Irgendwie, ja, das eben, menschliche das, oder das menschliche, Herz. Ja, das moralische Herz, dass man eben diese Kommunikation halt wieder herstellen muss, weil viele Probleme kann man ja über diese Kommunikation abfedern. Ne? So, dann ist halt, also hat man darüber einfach mal gesprochen und so, und jeder in einer Kommunikation wohnt inne, auch wenn man verschiedener Meinung ist, ne, man denkt über die Meinung des anderen, vielleicht nicht gleich, aber mal 1, 2, 3 Tage später denkt man über das, was der andere gesagt hat, nach. Und denkt sich dann, und das findet ja nicht mehr statt, weil das passiert in diesen sozialen Netzwerken. Das können wir ja vergessen. Nicht mehr, das ist alles völlig zum Mord. Also eigentlich muss man ja fast sagen, vielleicht so abschließend für die Folge auch, dass der Drive und die Destruktivität der sozialen Medien ja ins Reale geschwappt ist. Ja. Das ist so der Punkt, wo man das festmachen kann. Ja. Also die sozialen Medien, diese anonyme Hetzrede in den sozialen Medien hat sich aufs reale Leben drüber gestülpt und ist eigentlich so die Gesprächskultur geworden. Das ist die Gesprächskultur. Ja. Ich mache auch die Erfahrung, ich mache das ja viel bei den, also bei Facebook, in so regionalen Gruppen, die es da gibt.
ich nehme da auch viel Zeit und versuche den Leuten das zu erklären. Die lesen sich das gar nicht durch. Na, die kommen dann mit ihren Pauschalargumenten, die irgendwie, keine Ahnung, abgespeichert haben. Und das ist alles scheiße, aber die verstehen gar nicht, was du denen sagen willst. Ja, die wollen es ja gar nicht hören. Sie wollen es auch gar nicht so aufgedröselt, weil es ist doch nicht das Medium dafür. Das muss man auch sagen. Also, ja, aber wie willst du sonst mit den Leuten ins Gespräch kommen? Leider. Also es ist tatsächlich ein Problem, dass es halt wirklich echt schwierig ist mit den Leuten. Also weil dort habe ich die und dort rennen die auch nicht weg. Mhm. Na? Und ansonsten ist es echt schwer. Also wir arbeiten daran, dass wir in Grimma das irgendwie ab nächsten Jahr wieder verbessern können. Ne? Eben mit der Gemeinwesenstelle ist das schon eins unserer Anliegen, da irgendwie Leute wieder mehr mit ins Gespräch zu bringen. Aber es ist halt wirklich, das ist halt schwer, ne? Weil das ist wirklich, ne? So wie du gesagt hast, das hat gerade Facebook, das hat das so versaut. Das absolut. Twitter aber auch. Das finde ich auch ganz schlimm. Ja, schon. Da hast du jetzt nicht die Dynamik drin, aber was die Leute auch so abliefern. Ja, was die Leute so schreiben, das stimmt schon. Aber die Dynamik ist nicht die gleiche. Ja. Weil das, ja. Und ich will gar nicht wissen, ich bin ja nicht bei Telegram oder so. Ich will gar nicht wissen, was da, abgeht. Da wird es ja manchmal fast ein Staatsgefährden. Also trifft sich ja wirklich, naja, ich will jetzt kein Schimpfwort sagen, aber egal. Wollen wir es dabei belassen, erstmal für die Folge. Ja, können wir dabei belassen. Genau. Also, meine Lieben, war spannend und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin.